Ein Dauerbrenner für die Politik, die Betroffenen und die Medien ist die zum x-ten Mal thematisierte Pensionsreform. Minister und weitere hohe politische Funktionäre der Sozialpartnerparteien wollten bei einem Treffen in Bruck an der Mur Nägel mit Köpfen machen. Es gibt jetzt seit 15 Jahren durchgehend Pensionsreformen und die letzten Pensionsreformen haben noch nicht einmal ihren Effekt beweisen können. Daher ist es für uns einmal ganz wichtig, dass nicht jetzt schon wieder tiefgreifende Reformen, die vielleicht sogar Einschnitte bedeuten, hier ins Pensionssystem greifen sollen, sondern es ist einmal notwendig, die bisher eingeleiteten Effekte einmal kommen zu lassen. Und das zeigt ja durchaus jetzt schon, dass die letzten Pensionsreformen bereits einen Effekt erzielt haben. Verschieden sind die Annäherungen an die prekäre Thematik bei den Pensionen. Grundsätzlich ist es so, dass durch die Maßnahmen, die es jetzt gibt, insbesondere bei den Frühpensionen, das faktische Pensionsalter bereits mehr als ein Jahr angestiegen ist. Und wir glauben, dass diese Maßnahme, die hier eingeleitet wurde, dazu führt, dass wir immer näher an das Realpensionsalter herangeführt sind und somit das System das auch grundsätzlich verkraften wird. Eines soll klargestellt werden, dass in die bestehenden Pensionen nicht eingegriffen werden soll. Dennoch ist es ein Verwirrspiel für den Normalverbraucher. Viele Menschen wären ja bereit, länger zu arbeiten und so den Pensionsfonds ein wenig zu entlasten. Aber ein Großteil der Arbeitgeber verursacht große Verunsicherung unter der Bevölkerung. Wer von den Dienstgebern behält denn schon einen Mitarbeiter nach dem Erreichen des 60. oder 65. Lebensjahres? Einstellung der Wirtschaft, dass man sagt, einerseits, also das Pensionsalter ist in Österreich also viel zu niedrig, wir müssen unbedingt anheben, so wie andere europäische Länder. Dem muss man natürlich entgegenhalten, dass wir derzeit 300.000 Arbeitslose haben, dass wir noch weitere Menschen haben, die in Schulungen sich befinden und dass es, wenn heutzutage jemand ab 50 arbeitslos wird, es de facto also fast nicht mehr möglich ist, in den Arbeitsprozess einzusteigen. Und wenn hier Maßnahmen gesetzt werden, um das Pensionsalter noch weiter anzuheben, dann werden wir schlagartig auch noch mehr Arbeitslose haben. Ob es je zu einer überzeugenden Reform, die beiden Seiten gerecht wird, kommen wird, steht in den Sternen. Die Auswirkungen der Einigkeit sind natürlich deshalb unterschiedlich, weil es hier auch in der Wissenschaft komplett unterschiedliche Studien gibt. Und ich muss dazu sagen, ich vertraue hier auf den Bericht der Pensionskommission, den es derzeit gibt und vor allem auch auf den Stabilitätspakt, den die Bundesregierung sich selbst gegeben hat. Und nach diesen Berichten schaut es so aus, dass wir sogar weit hin bis über das Jahr 2050 hinaus mit diesem umlageorientierten Pensionssystem ganz gut fahren werden. Viele Zusammenkünfte der Sozialpartner werden notwendig sein, um eine Lösung, die auch für beide Seiten tragbar ist, zu finden. Anhebung des Pensionseintrittsalters bedeutet einen neuen Schub in der Arbeitslosenstatistik. Die große Sorge bleibt: Wer soll das bezahlen?